Ich hoffe, das Rennen ist schnell vorbei. Dann kann ich mich nämlich wieder sinnvollen Dingen des Lebens. Sechsmal Sonne, juhu. Unser Wetter ist so verkackt, buggy. Warte, der und sagt mir so angeblich mit weichen Reifen. Vor der nächsten Saison. Mit Medium. Ja, das kannst du ja ändern. Eine Saison und fahren mal probeweise bis zum Rennen. Und wenn sechsmal Sonne ist, dann fangen wir neu an und irgendwer anders macht die Saison auch. Aber bitte nicht direkt, okay. Das ist kann, irgendwas ist da halt echt. Keine Ahnung. Ja, da kann ich diesmal aber wirklich nichts für. Nein, ich sag doch nicht, dass du daran gemacht. Schuld bist, aber irgendwas scheint ja nicht zu funktionieren. Aber du bist daran schuld. Ja, ich sag ja nicht, dass du schuld bist, aber ich schon. Aber schuld bist du schon. Und du hast die Saison erst schuld. Schuld bin ich schon. Ne? Naja, dann müssen wir echt mal gucken, das ist... Okay, alle fertig mit der Strategie? Also Sonne. Also Sonne, Sommer, Sonnenschein. Ich bin noch nicht fertig, ne? Es geht los. Ja, hast noch 25 Sekunden. Darf man Start drücken? Oder? Ja, haben wir auch schon. 2 gedrückt. 3. Also 3 insgesamt. Ich zähle mich selber nicht mit. Ich habe extra als Erster nicht gedrückt, aber dann habe ich auch gedrückt, als der Erste gedrückt hat. Ja, Mono war der Erste. Die Strecke ist für den Arsch. Wir trennen ist scheiße. Ich vergesse mal, dass wir eine Einführungsrunde haben. Oh. Ja, wir dürfen erstmal warten ungefähr. Ja. Ich bin eh Letzter. Achtig, wenn ich jetzt nicht losfahren würde. So oft wie möglich schalten, Leute. Das ist sehr wichtig. Ja. Das kriegen wir in den Kurven, dass die Leute vor mir wegfahren. Okay, also kann ja mal selber hier hochschalten. Hier muss man aus der Strecke fahren, illegal. Das haben wir vorhin gesehen bei Sepp. Komm, das war nicht illegal. Also, okay, lass mal, ich drück die ganze Zeit das Corner-Cutting auf streng stellen. Aha. Da hättest du auch nichts bekommen. Du weißt, wie das so gemacht wird. Da kriegst du einfach nur schneller Strafen. Ja, ui, das macht ja viel mehr Spaß. Wenn man dann in Russland jede Strecke, also jede... Ja, ich finde, wir sollten das machen. Und es gibt keine Rennkommissarentscheidung mehr. 10 Sekunden Strafe in Großbritannien müssen angenommen werden. Na gut, da können wir euch ja auch wegrauben. Also das ist ja auch nicht das Problem, ne? Wenn Sepp nicht abkürzen kann, dann fängt er an, Stocker zu fahren. Ja, was denn? Es gibt keine Rennkommissare, wurde doch gerade gesagt. Ja, haben wir bisher noch schon jemals eine Strafe gemacht. Es gibt aber den Schaltknopf-Kick-Player. Es gab bisher noch keine einzige Strafe wegen, irgendwas. Wir haben nur Strafen zurückgenommen. Wir haben eine Strafe zurückgenommen. Nein, zwei. Wir haben Aserbaidschan haben wir das Qualifying neu gestartet, weil ihr beide eine Strafe hattet. Das stimmt. Das stimmt, ja. Mal das Feld kurz sammeln. Vor allem sind meine Reifen jetzt wieder kalt. Ja, ich weiß nicht, ob das... Hast du in der einen Geraden wieder aufgewärmt, das ist kein Problem. Aber da irgendwie Strafen zu verteilen selbst war auch nicht nötig. Nee. Weil halt, nein. Da war nicht irgendwie was dabei, wo man sagen konnte, okay, das war jetzt böswillige Absicht, dass da jemand einen anderen weggekickt hat. Böswillige Absicht. Also gutwillige Absicht kenne ich auch noch nicht. Bahrain, das war nicht böswillige Absicht, das war gelogen. Ach komm, Sepp. Was denn? Ich will mal soll ich dich immer abräumen, Zalrock? Was? Ich bin neben dir, sag nichts Falsches. It. Ja. Ja, dann stehen wir halt wieder am Grid, du Lutscher. Aber ja, erstmal Ruhe von mir, also von okay. Naja, ich muss mich erst durchs Feld flügen. Ja, mit dem Flügen hat immer super funktioniert. Das habe ich in Monaco probiert. Probier das. Ja, ne? Ah, ich habe meinen Wagen. Oh Gott, Conrail wärmt den Motor auf. Die KI wärmt mir übrigens meine Reifen gerade noch auf. Ey, warte mal, der Schaden von der Einführungsrunde wird übernommen. Wenn der jetzt gleich 80% auf den Hinterreifen hat, ey. Und Mono auch. Nee, ich hab Nassau aus dem gerannt. Mono gibt auch die ganze Zeit Vollgas. Also, es kann sein, dass Mono das macht bei mir. Das sehe ich Mono nicht. Versucht sich zu tarnen. Eine Nebelwand aufbauen. So. Warum fliegen hier ganz viele Federn durchs Bild? Das sind so Flusen. Warum liegt hier überhaupt Strom? Das sind Flusen. Das ist mir noch nie aufgefallen. Flusen. Was man alles hier machen kann, wenn die Startaufstellung für den Start umgestellt wird. Man kann auch die Reifen wir sind aber jetzt da. Mono und Gonrel das hier zeigen. Scheiße. Ich fahr mal konservativ. Okay, aber Zeitung hat einen schlechten Start. Ich bin in Start immer scheiße. Vielleicht mach ich doch nicht so einen konservativen Start. Das knallt gleich. Ey. Hallo! Oh, bist du weit rausgekommen vielleicht? Sag ich doch. Zahlrock. Ich hab nichts gemacht. Doch, du hast hier, glaube ich, deinen eigenen Frontflügel beschädigt, oder? Ja, ich hab also bei mir hat's ziemlich gescheppert. Ja, gescheppert? Hat er Klonk hier gemacht, hat's auch gescheppert. Es gibt bestimmt Safety Car. Nee, das Leute, was war das denn?
Du hast dich zurückgeportiert und bist abgeschossen. Nee. Doch. Du bist geghostet, durch mich durchgeflogen. Live drauf, Mono ist selbst voll hinten reingeballert. Also dann ich würde das auch tendenziell eher sagen. Ich hab gar nichts. Wir haben das auf Kamera hier hinter dir. Du bist ihm voll hinten reingeballert. Bin ich Sepp, nicht. Wir retten dich mit der Ringkommission. Ich hab das auch auf Kamera, wir können uns das anschauen am Ende. Ich kann es nicht genau beurteilen. Auf jeden Fall hat sich Sepp irgendwie weggedreht. Nicht irgendwie, der und Mono war schon ziemlich in der Nähe, das muss man sagen. Aber also ja, ich hab. Ist natürlich toll, dass ich keine Aufnahme laufen habe, aber Sepp ist halt geghostet von hinten auf einmal durch mich durchgeflogen gekommen. Hätte ich ihn abgeschossen, hätte ich doch einen Frontflügelschaden. Genauso war das in der ersten Kurve, wenn du Zarok hat schon wieder seine Minimierprobleme. Er hat wahrscheinlich gerade minimiert in dem Moment. Nee. Bitte jetzt nicht Schlingerlinien fahren, Alberix. Ja, aber die Kurve geht nach links, ne? Nee, da kann ich nicht angreifen. Ich greife da an, aus Gründen. Aber mich wundert das ganz nicht. Gegen KI kannst du es auch machen. Boah, wie Mono den abgeschossen hat, ey. Richtig nice. Das, was mich am meisten wundert, ist halt, ich habe keinen Schaden bekommen, obwohl ich noch in die Wand reingedonnert bin. Ja, weil es auch keine Kollision gab. Ich habe die auch nicht abgeschossen. Ja, ich bin aber noch in die Wand reingedonnert. Ja, spätestens dann hätte man schon... Ich traue mich nicht angreifen. Da liegt Frontflügel. Meiner spätestens... Meiner auch nicht. Da liegt eigentlich ganz der Frontflügel. Okay, jetzt habe ich ja, einen Frontflügel. Ja, aber das war hinten mitten im Feld. Da hat es geknallt. Direkt vor Gonrill und mir. Mac, ein bisschen Angst hier gerade beim Mono. Und wenn ich direkt reingefahren wäre, dann wird es auch mit Sicherheit in den Vorfällen. Du schießt auch noch den Ergorix ab. Dann wird es mit Sicherheit auch in den Vorfällen stehen. Der quer über die Map. Der fährt wirklich, der fährt Harakiri, der Mono hier. Und da kann er nicht mal sagen, dass das meine Auffassung ist, weil Ergorix sieht da genauso. Mono, hast du davon eigentlich eine Verwarnung bekommen? Nein, ich habe dich nicht berührt. Nein! Du bist geghostet von hinten durch mich durchgeflogen bekommen. Wie gesagt, also bei mir sah es so aus, ich bin einfach weggeflogen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Es hat Bumm gemacht und ich bin einfach durch die Gegend geflogen. Also von Nergos und meiner Sicht hat es so ausgesehen, Mono ist in Sepp reingefahren und dann ihn weggetreten. Also bei mir hat man auch nichts Geghostetes gesehen, würde ich nee, so aus dem ersten Blick sagen. Ja, wie aber gesagt, wenn wie gesagt, das jetzt so ist, dann setz mich meinetwegen nach ganz hinten ans Rennen. Könnte ich mit leben, weil ich es jetzt halt nicht anders beweisen kann. Nee, aber nee, da gibt es drei Sekunden wird in den Vorfällen nicht drinstehen. Ich habe keinen Frontflügelschaden. Wir schauen uns das am Ende an. Jetzt können wir eh nichts mehr ändern. Oh nö. Das ist korrekt. Oh. Gibt das einen Safety Car? Hat sich Sepp etwa nicht, hat sich Sepp gerecht an irgendwem jetzt? Oh. Nee. Ich bin auf dem. Aber Zalrock, ganz ehrlich, das ist gerade wirklich ein ganz kleines bisschen buggy, weil mir wird auch nichts mehr angezeigt von wegen, ja, aber dass ich schon irgendwelche Schaden-Sachen kriege oder sowas. Das wird mir alles nicht mehr angezeigt. Ja, und du kannst, bist du raus oder? Ja, ich bin raus. Ja, ich bin rechts von dir. Oh. Ja, ich bin aus dem Seitenstreifen gekommen. Ich hab dir extrem viel Platz gelassen. Okay, du hast dich verbrannt. Rechts von dir. Ja, ja, ich hab dir viel Platz rechts gelassen. Oh, aber du musst halt schon die Kurve kriegen. Alles klar, wir haben zwei Red Bulls im Spiel. Ja, das Rennen ist für den Arsch, kannst du vergessen. Also, ich hab dich nicht berührt, ja? Nee. Nö. Nee. Definitiv nicht. Nee, wir gucken uns Platz war auch genug da. Also da lasse ich mir nun überhaupt nichts vorwerfen. Ja, wir gucken uns ja das nachher sowieso nochmal an. Sonst muss ich nochmal Italien aufwärmen. Ja, kannst du machen. Das haben wir ja schon besprochen. Also bei mir haben wir uns übrigens wirklich nicht berührt. Jedenfalls nicht so, dass ich es bemerkt hätte. Ja, ich war nur kurz mal irgendwie da. Ich habe mich gedreht, sagen wir so. Jetzt muss ich gegen KI fahren, ey. Japan ist echt hier, keine Ahnung. Ja, Japan ist aber auch eine blöde Strecke. Das würde ich so nicht sagen. Ja, auch hier. Bei Japan nicht die Bianchi-Strecke? Ist das nicht hier passiert? Die was? Der Unfall mit Bianchi. Keine Ahnung. Der letzte gestorbene Formel-1-Fahrer? Keine Ahnung, diese Strecke, das Strecke, ich meine, das wäre hier gewesen. Das ist eine Scheißstrecke. Im Regen. Aber wir haben ja nie Regen. Tschüss. Man hört einen Timeout. Cyborg war es nicht, man hört noch was klacken. Ich klacke aber auch immer ziemlich. Okay, dann könnte es doch du gewesen sein. Da Cyborg jetzt nichts mehr sagt, würde ich sagen, es ist Cyborg. Und das ist schlecht für uns, oder? Weiß ich nicht. Nee, dann wechselt der Host einfach. Aber noch stand das nicht da. Auf dem Mono wird gleich irgendwie teleportiert. Oder es liegt am Teamspeak einfach bloß, das kann ja auch bloß sein.
Ja, dann kann der gleich mal einen Boxenstopp machen und dann... Also Seilrück ist auf jeden Fall aus dem Teamspeak raus, ja. Ja, aber es kann am Teamspeak liegen, dass er raus ist. Oh, nee, könnt ihr euch an gestern... Nee, Moment, ihr nicht. Doch, ich... Gonrel, du kannst dich noch an gestern erinnern, ne? Ja. Das oh, ging gestern so, dass er plötzlich eigentlich die Hälfte der Gruppe dann irgendwann rausgeflogen ist. Das ist der Schwitzen-TS. Der Schwitzen-TS. Oh, mein Controller leuchtet. Ich glaube, ich muss bald mal Batterien wechseln. Wie lange halten die noch? Ich bin rechts von dir und ich bin viel, viel schneller. Gonrel, ich bin hinter dir. Was? Kriegst du das während der Boxstopp hin? Hast du Batterien? Ja, ja, ich habe Batterien schon neben mir, weil ich dachte, irgendwann muss das mal kommen. Muss man aber sagen, aber eigentlich musst du das noch halten. Auch sehr hart gearbeitet. Ja, damit ist die Weltmeisterschaft im Prinzip entschieden. Wieso? Zarok ist doch auch nicht vorne. Ich bin im Kiesbett. Ich bin Vierter. Aber das ist jetzt nicht vorne. Fuck, damit würdest du trotzdem über die 100 Punkte kommen. Und ich habe halt einen kaputten Flügel. Damit würdest du, glaube ich, trotzdem über die 100-Punkte-Grenze kommen. Das heißt, oder über die 75-Punkte-Grenze. Ich weiß nicht, wie viele Rennen sind. Auf jeden Fall würdest du damit jetzt genug Abstand haben, dass ich... Aber nach diesem Rennen konntest du noch gar nicht gewonnen haben, oder? Ja. Nein. Erst nach USA, meine ich. Erst nach USA. Nein. Wenn ich über 100 Punkte Vorsprung habe, bin ich Weltmeister. Ja, das ging nicht in Japan. Das geht. Das ging erst nach USA, aber egal, wir werden das mal aufklären. Aber wie macht ihr die Kurven immer? Ich krieg das nicht hin. Mono zieht mir gerade davon. Mit Lenkung. Erst lenken, erst bremsen, dann lenken, damit er Gas geben. Nein, ey. Doch. Ja, Mono ist relativ stabil unterwegs, das sieht man. Richtig stabil. Ja, dass er nicht groß neues Modewort Probleme hat. Gondre, guck doch, der ist auch stabil unterwegs, der hat den Konkurrenten ja schon abgestoßen. Da muss ich ja jetzt rausgehen, weil ich kann jetzt sonst nicht reingehen, oder? Doch, Start musst du drücken können. Guck mal, was da in der ersten Runde ist. Ja, aber muss ich das Start... Nee, muss ich Session nicht beenden, dann? Ich meine nicht, du musst eigentlich Startrennleitung, genau. Das können wir sogar in-game machen. Nur, dass es ein bisschen schwierig wird. Aber in der Theorie ist es möglich. Von euch? Nee, ihr seid gar nicht drin bis jetzt. Ja, Rennkommission! Ich hab nicht abgeschossen. Rennkommission. Find's gut, ich bin dreimal in der KI hinten draufgefahren, ich stehe nicht einmal drin. Ja, also wie gesagt, jetzt habe ich die Streckenbegrenzung überschritten, weil ich es halt gerade nicht anders beweisen kann, aber Sepp ist halt geghostet von hinten auf einmal durch mich durchgeflogen. Ja, das Problem ist, wir würden dir auch glauben, wenn wir das nicht auf Kamera hätten. Ja, wenn du meine Kamera hättest, wie gesagt, ich nehme es ja leider nicht auf, dann würdest du das auch anders sehen. Ich kann meine zeigen, meine ist nämlich genauso wahrscheinlich wie Monos. Bei mir ist einfach gar nichts. Also bei mir ist einfach nur, ich fliege plötzlich ab, ohne Grund. Ich meine, wenn ich ihm draufgefahren wäre, dann würde es ja bestimmt auch in Vorfällen stehen. Und ich habe auch nicht mal einen Schaden am Frontflügel oder so. Da ist, wir haben uns nicht berührt. Er ist einfach auf einmal weggeflogen. Von hinten kam er durchgeflogen. Also ihr habt euch gar nicht berührt, das glaube ich ja schon gar nicht. Also es kam bei mir ein Geräusch, dass ich mich berührt habe, aber Mono war meilenweit weg. Möglicherweise das hat das Spiel aber nicht in einem Ansatz interessiert. Liegt doch irgendwie an Zalrock mit dem Host. Denn er ist auch aus dem TS rausgeflogen. Das sagt aber nichts. Das ist der Schwitzen-TS. Das ist der Schwitzen-TS. Das ist dann immer, wenn der TS meint, hey, zu viele User mit der gleichen ID hier auf dem Server, obwohl nur einer drauf ist. Ich weiß nicht, was der da eingestellt hat. Mit angefallenen Reifen gezippt. Mit harten. Oh, ich hab das gewechselt schon. Ja. Man kann die Reifen aber da kommt Zalrock ja schon wieder angefahren. Also 78 durchfahren. Haben wir ja gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, war das Nergurix? Ja. Was? Ja, dann hat Nergurix wahrscheinlich gesagt, ich bremse jetzt mal ziemlich dolle. Durchgehen, puff. Wo? Ja, dann hat er wahrscheinlich gerade in dem Moment gebremst. Wo? Ja, da hat Mono mal ja, das stimmt. Ja. Ich bin ziemlich nah an Mono, aber ich werde hier jetzt nicht angreifen an dieser Stelle. Okay. Das ist wesentlich. Viele Punkte werden dann nicht zu riskant. Außerdem sind wir hier teamintern. Red Bull ist sowieso Zweiter. Dann ist Mono eigentlich scheißegal. Gut, aber wenn du schneller bist, dann nö. Zieh halt lieber durch. Ich fahre nicht so konstant, du fährst wesentlich konstanter. Auch wenn du jetzt gerade letzte Runde einen Fehler gemacht hast, aber ansonsten fährst du eigentlich besser. Außerdem nehme ich mal an, dass entweder du oder ich gleich in die Box fahren. Ohne Witz, dann nimmst du einmal Problem, nicht auf, ja, und dann passiert sowas. Mein Problem ist der kaputte Flügel. Du musst doch immer noch deinen Kanalnamen angeben.
Und du kannst noch nicht mal beweisen, dass du denjenigen nicht abgeschossen hast. Aber Sepp kann beweisen, dass du den abgeschossen hast. Ja, habe ich ja nicht. Ich kann nichts beweisen, weil ich in dem Moment einen Lag hatte. Ja, und da bist du halt von hinten durch mich durchgeflogen gekommen, deswegen vermutlich geghostet. Frage mich generell, warum von hinten? Ich war vor dir. Ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Du sagst, als du WTF sagst, bist du auf einmal, wie gesagt... Ja, als ich WTF gesagt habe, hatte ich den Lag und bin einfach mal neben der Strecke wieder aufgewacht, so gesehen. Aufgewacht? Sekundenschlaf. Sekundenschlaf im Auto ist nie gut. Das sah echt so aus wie Sekundenschlaf, weißt du? Eine Sekunde bleibt er stehen und dann fliegt er nur weg. Mono, gehst du oder soll ich? Also ich fahr noch nicht in die Box. Okay, dann fahr ich jetzt rein. Ich weiß noch, wie es in Russland war, da hattest du auch irgendwie sowas, wo du auf einmal irgendwie 3 Sekunden oder so Lag hattest und zurückgesetzt wurdest. Mono, fahr doch mal in die Mauer. Boxenstopp. Diese Box ist leider nicht verfügbar. Voice Activation hier nutzen. Wie vor mir 2006, wenn man hier einen Schaden ausgemacht hat, da sagte die Box auch nur so... Hat die überhaupt was gesagt? Oder kam da nur dieses komische Funkgeräusch, so nach dem Motto, nein. Würde ich auch gerne nochmal spielen. Ist aber schon so lange her. Kein Lust drauf. Batterieumbaupause. Oh, es geht gleich schon wieder weiter. Gut, wir machen das beim nächsten Boxenstopp. So lange werden sie wohl halten. Das war mir jetzt zu riskant. Wenn die jetzt gleich ausgeht, dann reg ich mich auf. Ich hätte es, glaube ich, auch noch geschafft, aber das war mir jetzt zu riskant. Die erste Kurve, ey, ohne Spaß. Wie man hier aus der Box rausgeworfen wird, ist ja auch schon wieder eine Frechheit. Ja, du musst direkt Brems geben. In den Highspeed-Kurven killt mich der Flügel. Aber ich habe das Gefühl, dass die Box nicht so lange ist wie auf anderen Strecken. Oder nicht so auf viel Silverstone. Zeit kostet. Weil ich bin jetzt nicht so weit weg hier von Cyrak. Oder ist das schon... Nee, aber es kann kein Überrundeter sein, oder? Nee, das bin ich. Ich war ja auch 10 Sekunden hinter dir, ne? Aber Cyrak war auch die ganze Gerade hinter euch, die zum Start und Ziel. Die KI fühlt sich so an, als ob die auf Mittel fährt oder so. Die fahren hier mit 20... 140 in der Vollgaskurve, geil! 140 in der Vollgas, Punkt! Ja, die werden die wohl nicht Vollgas fahren. Nee, so wie nicht. So wie in Belgien, die fahren ja auch in Rouge nicht Vollgas. Boah, Jungen, sie kann man fast Vollgas fahren. Ohne fast. Oh, das ist eine Gerade, da ist null Kurve! Langsam fahren, Sepp! Vor allen Dingen ist hier halt sehr, sehr wenig Platz, man kommt ja nicht an denen vorbei. Ich wusste gar nicht, dass eine Rennstrecke eine Geschwindigkeitsbegrenzung hat. Das war abgekürzt. Zeit, Strafe. Weiß eigentlich... Geht's halt um nichts mehr schon. So viel Rennen vor Ende, traurig, aber wahr. Jawohl, meine erste 1,40, ey, richtig geil. Spitzenzahl. Ist mich abgeflogen. Oh Gott! Also ich bin hier 1,58 gefahren. 3 Sekunden langsamer wegen der geilen KI. Da vorne staubt es, da war Mono voll. Mono ist hier, steht bin da. Abgeflogen. Ja, ich auch. Kein Problem. Ich kann nur noch über die Box gewinnen. Wie viel länger ihr einfach immer fahren könnt mit euren Reifen, ist schon traurig. Ja, fahren ja auch mit freue mich. Ich freue mich auf nächste Saison. Wenn er dann immer noch der Erste ist, der Reifen wechseln muss. Ja, aber es wird auf jeden Fall nicht mehr so... Was? Wie viel Prozent hattest du noch, als du reingefahren bist? Ja, es ging noch, aber es waren schon irgendwie 62 oder so. Eine Runde wäre ich wohl noch unterwegs, also hätte ich wohl noch fahren können, aber mehr dann auch nicht. Der Nergo ist jetzt vorsichtig. Wann bist du in die Box gefahren mit 63? Ja, irgendwie so. Ja, da bin ich jetzt. Und ich muss noch ein paar. Da schaffst du aber, schon bei 70. Bei 71 sogar schon. Ja, bist du hier aber sehr reifenschonend unterwegs. Erst bei irgendwie 62 oder so bist. 364. Muss ich jetzt einfach mal einwerfen. Ja, ich kann nur noch über die Box gewinnen, weil vom Speed her komme ich nicht nach mit dem Flügel. Kannst du dir ja gleich wechseln lassen. Komm nicht an Wehrlein vorbei. Ich bremse auch immer viel früher, deswegen kommt Nergo jetzt auch die ganze Zeit näher ran. Frage, wie weit ist Mono gleich weg von mir? Wenn er aus der Box kommt. Den überholst du. Nee. Ich bin ja jetzt gleich erst auf Stadtziel.
Und Mono war ja vorm Stop auch vor mir. Ah, genau, musst du bremsen gehen. Übrigens sehr blöd gleich werden, glaube ich. Ha? Doch, das kriegst du hin. Das vorbei, ja. Das ist auch gut so, weil ich, also das heißt gut so, aber ich habe halt einen ziemlichen Fehler gehabt die letzte Runde. Ich fahre seit Runde 1 mit einem leicht beschädigten Frontflügel, also... Ja, kenne ich immer. Achso. Wegen, du weißt ja, was passiert ist da vorne. Ja. Der hätte fast nochmal eine Bestzeit gemacht. Na gut. Punkt ist ja. Aber immer nicht mit dem Druck klar, wenn jemand hinter mir fährt. Ich finde das viel entspannter, wenn man hinter jemand herfährt. Pass auf, Markus wird sich jetzt... Dann muss ich irgendwie abstellen. Ja, bei mir ist immer andersrum. Ich fahre immer schlechter, wenn jemand hinter mir ist. Hier habe ich... Oh, fuck. Das war... Wie man wahrscheinlich gerade merkt. Und kommt auf jeden Fall ran. Ja, ich krieg kein DRS, scheiße. Das ist halt die Kurve, die mich hier killt vom Reifenverschleiß. Kannst ruhig durch, wenn du willst. Nee, ich bin auf keinen Fall schnell genug dafür. Und dieses Anbremsen da bergauf in die Haarnadel rein. Das ist für ein Arsch. Das ist für mich, also reifentechnisch. Für ein Arsch. Meint jetzt die langsame Haarnadel, ne? Ja. Das Nadelöhr. Ja, nicht, dass kann ich diese komische Löffelkurve so kann ich besser fahren. Es gibt die Haarnadel und es gibt die Löffelkurve. Ich glaube wirklich, dass sie im Deutschen Löffelkurve heißt. Gibt auf jeden Fall La eine Löffelkurve. La Cloche Destillation! Ist die Saugglocke? Nee, nicht Saugglocke. Wie ist das Ding in Fachsprache? Sag ich nur. Scheißding. Wie heißt die nach Fachsprache? Ja, Scheißding. Fachsprache heißt die, glaube ich, wirklich Scheißding. Aber hast du ja gerade den Popschutz weggehauen. Ja. Nice, mit Anlauf. Ja, mit Anlauf. Er klebt jetzt quasi neben mir. Muss ich denn eigentlich in die Box in Runde 13? Alles klar. Ah, hier ist der gerade, kann ich wieder ein bisschen richten. Ja, gut, das geht ja. Auf welchen Reifen bist du gestartet? Jetzt geht's. Hörst du mich? Ja. Lasse! Ja, okay. Nicht Schlangenlinien fahren, die blauen Linien heißen nicht. Die blauen Flaggen heißen was. Ja, Schlangenlinien. Du musst jetzt gleich schon mal überrunden? Was ist das denn hier? Ja, schon lange. Wir überrunden gerade den zweiten. Ne, den dritten eigentlich, wenn man den in der Box mitzählt. Mono, guck mal nach hinten. Das war richtig schlecht. Richtig schlecht. Also wie gesagt, Mono, falls du vorbei willst, sag Bescheid. Du bist ja schnell unterwegs, Sepp. Naja. Der muss ja nochmal an die Box. Ja, du bist halt wieder Vierter, also. Ich muss halt jetzt eine Dreistopp fahren, ne? Weiß jemand, ob die KI schon an der Box war? Nein. Ja. Ich denke, die ersten werden an der Box gewesen sein. Ja, KI war an der Box, die habe ich überrundet. Aber ich denke, alle, die auf Mediums oder Soft gestartet sind, werden an der Box gewesen sein. Nein. Die Kurve killt mich jedes Mal. Wie lange? Nee. Also im dritten Sektor fährst du viel besser als ich. Ich habe auf der Geraden gerade auf Fett gestellt. Das macht, glaube ich, auf der Geraden auch schon ziemlich viel aus. Also nicht auf dieser. Bei Fett übrigens mit fetten Benzinfahrzeugen. Ne, dieser Belgien-Geraden quasi. Wo man einmal so abknickt. Jungs, habt ihr gehört? Was? Mit fetten Benzin fährst du die Reifen auch schneller ab, weil du halt damit schneller und aggressiver fährst. Das ist mir durchaus bewusst. Ich fahre ja auch immer mit ziemlich wenig Benzin über dem eigentlichen los. Und mit ABS. Alter! Nasser! Ja, wie scheiße fahren die denn hier? War das Nasser oder Massa? Weil Nasser hat mich schon aufgehalten. Ja, Nasser. Ich würde jetzt sagen, der Brasilianer, aber es sind ja beides Brasilianer, von daher. Das stimmt. Der eine hat aufgehört, ne? Der eine. Ja, noch nicht. Ein Rennen noch. Noch nicht, genau. War nur der hat aber auch gut aufgehört. Brasilien. Und dann hat er sein Auto in der Boxeneinfahrt abgestellt, der Vollidiot. Ja, da hatten wir wieder mal einen Safety Car dann. Der Bessere oder der Schlechtere? Der obwohl, das war der sowieso eine Regenschlacht. Der wird ja, auch ohne Witz, wie oft das Rennen unnütz abgebrochen wurde. Also wir reden gerade über den großen Preis von Brasilien. Ja, wie oft Zuschauer. Das Rennen unnütz abgebrochen wurde. Wir haben übrigens gleich, wenn wir die USA-Aufnahme haben, haben wir, glaube ich, die Weihnachtsaufnahme. Geil! Das sehen wir dann auch schon, Ödefröhliche auf Ödefröhliche! Wir müssen ja auf Englisch singen, wir sind in den USA. Hey, Feliz Navidad. Make America great again! Hier Feliz Navidad jetzt nicht, nachdem Trump an der Macht ist. Make Weihnachten great again.
Ich würde sagen, es ist Zeit. Das war jetzt sehr nett, wie er Platz gemacht hat. Das war völlig okay. Er fährt jetzt locker an mir vorbei. Alter, jetzt überholt er mich zurück, oder was? Ja. Und kriegt jetzt wieder blaue Flaggen und ist dann eingeschert, wenn er mich jetzt hier abräumt, ne? Nee, ist genug Platz. 3 Sekunden, 03 Boxenstopp. Ihr seid die Besten. War gut für Mono. Mono ist gut vorbeigekommen. Ich bin eigentlich auch gut vorbeigekommen, nur dass er mich dann nochmal angegriffen hat, war ja ein bisschen... Naja, besser als wenn er mir hinten drauf fährt. Ausfahrt, Fassobin, you're the best. Ausfahrt! Oh, mich macht das ziemlich nervös, dass mein Controller hier immer wieder aufblinkt. Hi, Sepp. Ah, ich fahr jetzt an die Box. Sepp, wenn du Überschuss hast und mich überholst, bitte sagen. Ich bin hier nicht zum Battlen hier. Okay? Mal schauen. Ich muss ja erstmal an dich rankommen. Ich fahr auf mehr wie Trump. Ich fahr mehr konservativ hin. Oh, das war mein Verbremser. Das kennen wir doch. Stimmt, 3% gegeben. Das hast du noch nie gemacht, ne, übrigens. Aktuelle beide. Also, das waren Verbremser, wo ich mich einmal nach rechts und einmal nach links gedreht habe. So stark haben die Räder blockiert. Scheiße, nein! Nicht hier lang. Ja, das kann ich nicht. Wie nicht hier lang, Sepp? Du musst die Strecke. Oh, ich hab gerade auf diese scheiß Strategie geachtet. Oh shit. Das heißt? Oh shit. Das geht denn jetzt ab? Ja, wenn du einmal draußen warst und die Reifen dreckig sind, dann ist es schwierig. Ich habe halt immer noch einen kaputten Flügel. Ja, kann mein Flügel nicht wechseln. Alonso, ich bin hier. Alonso, danke. Ach, du bist jetzt Alonso bei Alonso. Alonso macht normalerweise nie Platz. Ihr seid bei Alonso, dann bin ich der Nächste, den ihr überrundet.